Ja, ich hatte weiterhin Kontakt auch und ich hatte meine Mutter, meinen Bruder mit seiner Familie ja noch als Familie in Leipzig. Ich hatte allerdings auch eine Freundin in Leipzig, die nur natürlich nichts anderes wollte als auch in Westen. Tja, was machen? Ich hatte den Vorteil, dass mein Reisepass als Geburtsort Stuttgart auswies und nicht Leipzig. So ist es für mich ziemlich einfach gewesen, den Transitverkehr nach Berlin noch zu nutzen, ohne groß auffällig zu werden. Und auch hat mir die DDR eine Einreise zu Pfingsten genehmigt, im gleichen Jahr, in dem ich also Ostern erst ausgereist bin, was also ungewöhnlich war. Irgendwie haben sie es versäumt zu bemerken, dass ich eigentlich gerade erst ausgereist war. Also ich konnte einreisen und mich mit meiner Freundin auch besprechen, dass wir was machen wollten. Und so planten wir, dass ich sie über Bukarest, über Rumänien mit dem Auto dann irgendwie über die Grenze nach Jugoslawien bringe. Und als ich dann tatsächlich in Bukarest auf sie wartete, nach 3 Tagen sie immer noch nicht kam, hatte ich telefonisch in Leipzig nachgefragt, was los ist und erfahren, dass sie verhaftet wurde, weil sie verraten wurde. Also das Gleiche nochmal, was mir schon passiert war. Und nur die Tatsache, dass ihr Mann, nicht ihr Mann, ihr Vater, Abschnittsbevollmächtigter der Volkspolizei war und ihre Mutter Parteisekretärin in einer Firma, bewahrte sie vor einer Haft. Sie wurde nach Hause entlassen. Allerdings hatte man ihr sämtliche Papiere, Personalausweis etc. Abgenommen und sie saß jetzt in Leipzig fest. Gut, ich zurück nach München auf schnellsten Wege, mir überlegt, was mache ich und eines schönes Tages auf dem Starnberger See in einem Schlauchboot sitzen, fiel mir ein, ich könnte doch eigentlich dieses Schlauchboot als Fluchtobjekt nutzen, indem ich es einfach in einem PKW, in einem Kombi umdrehe, aufgepumpt und eine Hohlfläche dadurch schaffe, wo sich jemand drunter verstecken könnte. Das habe ich gemacht. Ich bin nach Leipzig gefahren, habe illegal die Autobahn verlassen, auf dem Transitweg nach Berlin morgens um 3, habe sie aus dem Bett geklingelt, gesagt, jetzt oder nie. Sie hat gesagt, jetzt, ist dann unter das Schlauchboot geschlüpft und so ist es uns also gelungen, sie nach West-Berlin zu bringen. Wurde das nicht kontrolliert? Damals gab es das sogenannte Transitabkommen, was also Fahrzeuge, die aus Westdeutschland kommen, nach West-Berlin auf der Durchreise waren, nicht kontrolliert werden durften. Es ist natürlich sehr viel zu solchen Aktionen genutzt worden und die DDR war gerade dabei zu drohen, wenn das nicht aufhört, führen wir die Kontrollen wieder ein. Und damit war für mich auch signalisiert, es wird höchste Zeit, das muss jetzt passieren, bevor das wieder losgeht. Und tatsächlich an der Grenze nach West-Berlin wurde ich natürlich kontrolliert. Und, aber da das Auto motormäßig kaputt gegangen war auf der Fahrt und sehr, sehr laute Geräusche gemacht hat, habe ich zu dem Grenzbeamten gesagt, ich kann den Motor nicht ausmachen, der springt nie mehr an, Sie hören es ja selber. Und er dann wirklich auch darauf reagiert hat, gesagt, na ja, nach West-Berlin kommen Sie schon noch, ist einmal um das Auto rumgelaufen, hat durch die offenen Fensterscheiben das Schlauchboot liegen sehen, da war noch ein Schlafsack oben drauf und gefragt, was ist das? Ich sage, ja, das ist mein Bett, da schlafe ich drauf, ich komme aus Italien. Na ja, gut, zack, Stempel etc., fahren Sie. Und so ist es tatsächlich gelungen und das Mädelchen lag also darunter. Und sie konnten sich dann gemeinsam in Stuttgart eine neue Existenz aufbauen? Ja, ich war derzeit schon in München. Und wir sind dann natürlich nach München geflogen. Das Auto habe ich in West-Berlin gelassen, weil das Risiko, jetzt nochmal durch die DDR zu fahren, natürlich viel zu groß war. Und ich hatte auch meiner Mutter nach Leipzig ein Telegramm geschickt, dass alles geklappt hat, weil die natürlich Todesängste ausgestanden hatte. Die wusste ja in der Nacht, weil meine Freundin bei meiner Mutter in der Wohnung übernachtet hatte, dass das im Moment stattfindet. Und dadurch war auch klar, dass das möglicherweise gelesen wurde, das Telegramm. Also wir sind zurückgeflogen nach München und haben dann versucht, in München eine neue Existenz aufzubauen. Ja, so war das.